Guten Abend und herzlich willkommen. Wer war Jacques Offenbach? Das würden wir natürlich alle gerne wissen, genau wissen. Aber die meisten kennen ihn eigentlich nur durch seine meist komischen Musiktheaterwerke. Und da stellen sich auch gleich viele Fragen. Gehörte er zu den Desperados seiner Zeit, die den Reichen in Paris das Geld aus der Tasche zogen, wie die beiden unechten Blinden in einer seiner frühen Possen? Oder war er doch eher ein Künstler, der in das Plaisir immer auch idealistische Noten schmuggelte? War er im Grunde seines Herzens ein rheinischer Patriot, wie die Leute in seiner Oper die Rheinnixen, oder eher ein passionierter Pariser, wie die Protagonisten in der Opéra Bouffe Pariser Leben? Fragezeichen. War er ein eingefleischter Berufsmusiker in einer zerrütteten Ehe, wie Orpheus in der Unterwelt, ein melancholischer Frauenheld, wie Fantasio, oder eher ein genialischer Trinker, wie Hoffmann, der aus seinen gescheiterten Frauenbeziehungen die ganz große Kunst machte? Mit anderen Worten, erkennt man den Menschen Offenbach überhaupt in seinen Werken? Der Komponist selbst hat etwas kokett behauptet, dass ihm drei Leidenschaften über alles gingen: die Zigarren, die Frauen und das Glücksspiel. Die Musik hat er erstaunlicherweise nicht genannt, aber natürlich hat er sich beim Rauchen, Lieben und Spielen nur verausgabt, um auf diese Weise zusammen mit seinen Librettisten möglichst lebensnah zu wirken. Ihn hat nicht der Mythos interessiert wie Richard Wagner, oder jedenfalls nur in seiner komischen Form, und nicht die hehren Gefühle wie Hector Berlioz oder Charles Gounod, sondern Offenbach hat Götter und Liebespaare aus der Welt der Poesie auf den Boden der alltäglichen Tatsachen und Gefühle geholt, was ihm nicht nur Wagner und Berlioz verübelt haben. Aber das Widersprüchliche gehört nun mal zum großen Künstler, auch einem großen Künstler und auch dem Menschen Jacques Offenbach an seinem 200. Geburtstag. Und um den soll es heute vor allem gehen im kulturpolitischen Forum auf WDR 3, das ausnahmsweise, aber bei einem Komponisten und Cello-Virtuosen völlig legitim auch mit Musik ausgestattet ist. Und weil Offenbach einer der brillantesten Cellisten seiner Zeit war, werden David Melkonyan und Ben Süverkrüpp ein paar seiner Stücke für den Salon hier einflechten. Das war jetzt eben die Musette für Cello und Klavier. Mein Name ist Michael Struck-Schlohn und wir haben heute vier Herren in den kleinen Sendesaal des Kölner Funkhauses eingeladen. Und ich will sie Ihnen vorstellen, jeweils verbunden mit einer Frage zur Person von Offenbach, die heute ja immer noch durchaus umstritten ist. Ralf-Olivier Schwarz ist der Musikforscher in der Runde. Er lehrt Wissenschaft und Komposition an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main, ist gebürtiger Elsässer und als solcher ein rheinisch-französischer Grenzgänger wie Offenbach. Dem Thema hat er gerade ein Buch gewidmet, Jacques Offenbach, ein europäisches Porträt, so der Titel. Und beim Thema Offenbach und Köln können wir gerade mehrere freudige, aber auch ein trauriges Jubiläum feiern. Am 3. März vor 10 Jahren ist das historische Archiv der Stadt Köln im Boden versunken und hat auch eine oder gleich mehrere der bedeutenden Offenbach-Sammlungen in den Schlamm gerissen, Herr Schwarz. Haben wir damit auch wichtige Erinnerungen an den Menschen Offenbach verloren? Ich hoffe mal nicht. Guten Abend. Soweit ich weiß, ist der Bestand doch in weiten Teilen gerettet. Gott sei Dank. Und der Bestand ist sicher derzeit nicht so leicht zugänglich, wie man es gewohnt wäre. Aber ich hoffe ja mal, dass von diesem Jahr durchaus noch Impulse ausgehen für künftige Forschungen und insofern gehe ich schon da stark davon aus, dass wir da noch mehr erfahren werden, auch in den nächsten Jahren über Jacques Offenbach. Was gab es denn über Jacques Offenbach an Persönlichem? Eine große Menge Briefe, eine große Menge Notizen, Autographe unterschiedlichster Natur, teilweise auch Autographen, die wir gar nicht richtig zuordnen konnten. Wirklich noch vieles schlichtweg zu beforschendes. Ja, und wir hoffen, dass das alles zusammengepuzzelt werden kann. Ja. Irgendwann, ich glaube, 50 Jahre hat man sich so vorgenommen. Für Köln eigentlich eine kurze Zeit. Ja. Na gut, das habe ich jetzt nichts zu sagen. Ich bin kein Kölner, aber das müssen Sie selber ausmachen mit sich. Aber ich weiß, dass zum Beispiel jetzt bei unserer Tagung, die wir im Juni veranstalten werden, zu Jacques Offenbach, eine wissenschaftliche Tagung hier in der Musikhochschule in Köln,
und gemeinsam auch mit der Opéra Comique in Paris zum Beispiel auch ganz interessante Bestände wieder ins Tageslicht gerückt werden. Und wir brauchen da keine 9 Jahre für, sondern das sind tatsächlich Bestände, die jetzt gerade wieder aufbereitet wurden, sodass wir da von 2-3 Monaten Vorlauf ausgehen. Und das wird auch funktionieren. Ja. Also es tut sich was in Sachen Offenbach. Mit dem Erhalt von Erinnerungen an die Kölner Geschichte ist auch Mario Kramp beschäftigt. Seit 2010 Direktor des Kölnischen Stadtmuseums. Ein Kölner Kopf, den viele kennen. Studiert in Aachen und Paris, was schon für eine gewisse Westbindung seiner Interessen sprechen würde. Offenbach wurde 1819 in Köln als Sohn des späteren Synagogenkantors Isaac Offenbach geboren. Also in einem orthodox-jüdischen Umfeld, bevor er dann vom Vater zusammen mit dem Bruder Julius 1833 nach Paris gebracht wurde, vor allem wegen der besseren künstlerischen Möglichkeiten an der Seine, aber vielleicht auch, weil Paris für Juden ein liberaleres Pflaster war als für Köln, Fragezeichen, Herr Kramp. Wie liberal und weltoffen waren denn damals die gerade preußisch gewordenen Kölner und in welchem humorvollen Umfeld ist Köbes Offenbach da hineingewachsen? Oh, das sind viele Fragen auf einmal. Ich versuche es etwas zu sortieren. Natürlich ist Köln französisch gewesen, damit muss man, glaube ich, erstmal anfangen. Und 1815 dann preußisch geworden und die Preußen waren ja wenig geliebt hier. Das hat auch seine Gründe, die führe ich jetzt nicht aus. Es hat durch die Franzosenzeit den Code Civil bekommen, es hat Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit bekommen, es hat die Gleichheit vor dem Gesetz bekommen und die Gleichstellung von Juden und Protestanten mit den Katholiken, das nicht zu vergessen. Das ist natürlich ein gewisses Aufbruchsklima für den Vater Offenbach gewesen, der ja auch, und jetzt kommt dieser andere Teil Ihrer Frage, natürlich in Deutz, in den entsprechenden Vergnügungsstätten einerseits, andererseits da angedockt an die Synagoge und für die Synagoge gearbeitet hat. Also das Jüdische und das Kölnische, wenn Sie so wollen, ist eigentlich ganz eng miteinander verwoben. Jetzt kann man sagen, unter Preußen gab es sozusagen einen Rollback. Das gilt aber nur für das Mutterland Preußen. Die rheinischen Provinzen haben ja den Code Civil verteidigt, sehr zum Ärger des preußischen Königs, und zwar bis zum Schluss. Also hier in Köln war so eine sanfte Toleranz, lassen Sie mich so formulieren. Paris ist was ganz anderes. Also in jeder Hinsicht. Die Stadt ist erstmal 10-mal so groß. Aber natürlich auch ganz anders geprägt von einem, und gerade in dieser kulturellen Szene, von einem absolut kosmopolitischen Geist. Wenn Sie sich mal sehen, wie Alexander von Humboldt, der war ja damals in Paris, von Salon zu Salon gehüpft ist, ja, und da immer die neuesten Sachen erklärt und die Damen bezirzt und die Männer verrückt gemacht hat, das war sozusagen ein kosmopolitisches Klima, in dem es nicht zählte, in dem es egal war, ob jemand Jude, Christ oder Agnostiker, Atheist, ob jemand Deutscher, Franzose oder weiß der Himmel was ist, das spielte noch keine Rolle. Insofern ist natürlich dieser Vergleich Köln-Paris, da gewinnt Paris in ganz großem Maße. Ist ja vielleicht ein bisschen ungerecht. Ich wollte nur nach dem Motiv fragen, nicht? Warum die Offenbachs nach Paris gegangen sind. Offenbach und Köln, das war vor allem später ein komplexes und auch nicht immer einfaches Verhältnis. Zur Familie hatte der Komponist meist guten Kontakt und ist auch immer wieder nach Köln geflohen, muss man fast sagen, wenn er in Paris politisch, wenn es da brenzlig wurde oder wenn er wieder mal in einer finanziellen Misere steckte. Aber seine Werke hat er eigentlich nur ungern an den Rhein gegeben, wie diese Briefstelle aus dem Jahr 1860 in leicht gebrochenem oder schon leicht französisierten Deutsch beweist, gelesen von Regina Münch. Apropos, geben Sie nicht Orphée nach Köln. Sie wissen, dass ich nicht bin sehr entiché in meine Geburtsstadt. Sie wissen auch warum. Aus diesem Grunde wünsche ich, dass meine Opera nicht wird gegeben de ce côté-là. Die Einwohner von Cologne haben für ihre Kompatrioten, die sich erworben haben, la gloire, so wenig übrig. Und es ist vorzuziehen, sie in Ruhe ihren Schoppen trinken zu lassen. Das ist die Pointe zu Offenbach und Köln. Lajos Wenzel ist Theatermann, engagiert vor allem für junges Theater und ist seit Jahren noch Autor, Regisseur des Divertismentchens vom Kölner Männergesangverein. Kennen Sie alle hier in Köln, ein alljährliches Karnevalsspektakel, das früher in der Oper, heute im Staatenhaus stattfindet, auch als Zilsche bekannt. Eine köstliche Mischung aus Volksschauspiel, Transvestitentheater, was die Sänger nicht so gern hören, und Opernparodie.
Diesmal war Jacques Offenbach auch das Thema und der muss, um aus Geldnöten und Intrigen in Paris herauszukommen, so die Handlung, innerhalb von, ich glaube es waren 10 Tage, den Orpheus in der Unterwelt komponieren und er lässt sich dabei in Köln von den Bürgern und Jecken inspirieren. Herr Wenzel, waren die Opera Bouffe, so hat ja Offenbach seine komischen Stücke eigentlich genannt, Opera Bouffe, waren sie wirklich vom Karneval inspiriert? Selbstverständlich. Also, selbstverständlich muss man, wenn man in Köln eine Geschichte erzählt über Offenbach und speziell im Divertissementchen, was ja ein Großteil, glaube ich, seines Erfolges daraus bezieht, dass wir es dem Kölner so machen. Der Kölner ist nun mal gerne Nabel der Welt. Und wenn es um ein Stück geht und wir wollten im Offenbach ja ein Stück dann auch diesem Komponisten widmen, dann könnten wir schlecht sagen, ja, der sitzt in Paris und sagt, ich gebe meine Werke nicht nach Köln und ich möchte mit den Kölnern eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und umgekehrt, die Kölner wollen mit ihm auch nichts zu tun haben. Das wäre irgendwie kein Stück, was den Kölner sinnlich umarmt. Und dann sucht man natürlich nach Anknüpfungspunkten und dann kommt einem vielleicht die von uns allen natürlich in Wirklichkeit geteilte Leid über den Verlust der Handschriften im Stadtarchiv in dem Fall zugute, dass man einfach behaupten kann, ich habe sie alle gehabt. Ich habe die ganzen Originalbriefe zu Hause und alles, was ich sage, will soll mir erst mal das Gegenteil beweisen, weil wir wissen, dass es natürlich so war, dass Offenbach seine ganze Inspiration einzig und allein daraus gezogen hat, dass er eine kölsche Jung war und dass er in seiner Kindheit, und da finden sich dann immer so, wenn man so ein Stück schreibt, Bezüge, dass man sagt, im Hennesschen-Theater hat damals die schöne Helena stattgefunden in dem Jahr, als Offenbach 10 Jahre alt war. Das muss der doch gesehen haben, sonst hätte er doch später nie auf die Idee gekommen, die schöne Helena zu schreiben. Und so haben wir dann angefangen, mit viel Fantasie und ein bisschen Faktenwissen ein Stück zu schreiben, was jetzt immerhin 30.000 Leute in der Oper gesehen haben und nochmal etliche am Fernsehen. Ja, sie haben sich gut informiert, das wird auf jeden Fall deutlich. Trotz aller vorgeschobenen steilen Thesen, die auch dann da drin stecken. Aber das muss ja vielleicht sein. Der vierte auf dem Podium ist Thomas Höft, Autor von Opernlibretti, Theaterstücken, Regisseur als Dramaturg, langjähriger Mitarbeiter von Nikolaus Hanonkur beim Festival Styriate in Graz und bis 2018 auch Direktor des Kölner Zentrums für Alte Musik. Als 2015 die Kölner Offenbach-Gesellschaft gegründet wurde, da war Thomas Höft federführend und einer der Motoren auch für die Veranstaltung. Jetzt im Kölner Offenbach-Jahr 2019, Sie haben auf dem Stuhl da auch einen schönen Folder, da sehen Sie, was alles aufgebaut wird in diesem Jahr. Vielleicht kommen wir gleich zu einem bisschen heiklen Thema, das nicht nur den Boulevard interessiert hat, Offenbach und die Frauen. Offenbach selbst hat sie als wesentlichen Motor seines Lebens ja bezeichnet und Lajos Wenzel lässt im Divertissementchen auch Offenbachs Frau Erminie toben, weil er ein Frauenheld ist. In der kölschen Version Fötsches Föhler klingt das noch ein bisschen derber. Herr Höft, jetzt schätzt oder wissenschaftlich fundiert, ist mir eigentlich egal, welche Rolle spielte der Treibstoff Eros für Offenbach? Also ganz eindeutig eine wichtige Rolle, eine große Rolle. Und natürlich war der Mann diskret, aber die Bücher sind dann doch nicht so diskret, die dann zum Beispiel verzeichnen, 2 uneheliche Kinder mit einer Sängerin hier, Affären da und Begeisterung und Leidenschaft noch bei Schülerinnen und so weiter. Wir wollen nicht in eine MeToo-Debatte da kommen. Die waren auch schon zum Teil ziemlich jung, aber so minderjährig war keine. Aber die Begeisterung am Körperlichen und eben an der Frau, die ist einfach da. Und die gegenseitige Begeisterung eben auch. Das, wenn wir uns das Foto anschauen und wir denken, ja, dieser spittelige Mann in den etwas zu großen Sakkos mit diesen merkwürdigen Schleifen um. Und Backenbart und Kneifer. Ja, also und diese nicht komischen Haare. Also das ist ja nun wirklich ganz merkwürdig. Da muss man, also man muss ein bisschen genauer hinschauen. Einmal muss man Mode sich vergegenwärtigen, dass die sich einfach wirklich ständig ändert. Und dann muss man mal das Foto anschauen, das auf dem Cover vom Buch vom Ralph Olivier drauf ist. Und sich den wirklich mal anschauen. Der hat ein ganz markantes männliches Kinn.
Der hat ein ganz raffiniertes Schmunzeln. Der steht da sehr elegant mit seiner weißen Hose. Geradezu lässig. Geradezu lässig. Und wenn man dann bedenkt, der David hat es ja vorgeführt, wie der dann auch noch Cello spielen konnte. Es heißt ja immer, wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen. Wer Cello spielt, durchaus auch. Das war hinreißend. Der hat die um den Finger gewickelt, ja. Also um seine G-Seite sozusagen. Er hatte auch eine Cello-Performance. Er hat eben nicht nur... Hat das Cello überhaupt eine G-Seite? Ich weiß jetzt nicht genau. Das müsste ich David fragen. Das von Offenbach hat. Es war natürlich eine... Die Anspielung muss jeder selbst wissen. Und seine Salon-Performance, die ist von einem Freund und Co-Cellisten von Offenbach, dem Komponisten Friedrich von Flotow, überliefert worden. Und die hören wir jetzt auch mal. Eine tolle Geschichte. Von einem großen Kreise älterer und jüngerer Damen umgeben, die atemlos dem Gesange seines Cellos lauschten, spielte er eine seiner schmachtenden Pjäsen, als die außerordentlich magere, doch zierliche Gestalt des Virtuosen plötzlich zusammenklappte und wie von tiefer Rührung durch das eigene Spiel überwältigt in eine malerische Ohnmacht fiel. Nun entstand ein wahrer Aufruhr unter der Damenwelt. Die feinsten Beglacé-Handschuhten, Händchen und Batisttücher, die modernsten Odeurs streichelten und umfächelten seinen interessanten Künstlerkopf. Er war der Held des Abends geworden. Und auf diese Weise vergrößerte und verbreitete sich sein Ruf als Virtuose immer mehr. Ja, das ist also eine kleine Episode. Offenbach und die Frauen. Er wurde von Frauen umschwärmt und hat sie wohl auch umschwärmt. Jetzt ist natürlich die Frage, wir sind ja ein seriöses kulturpolitisches Forum. Warum muss man das wissen? Wir glauben ja, denke ich, ich weiß nicht, ob wir das alle glauben. Also ich bin ja noch aus dieser Zeit, wo man sagte, das Private ist politisch. Und das glaube ich tatsächlich bis heute. Und das hat auch sofort, Sie haben auch sofort die Gegenseite. Also das eine ist, was ist da im Privatleben und wie wird er geliebt? Er hat übrigens seine Frau, der war nicht geschieden und die haben sich auch wirklich geliebt. Also dieses Lebensmodell, das können wir jetzt nicht unbedingt rekonstruieren, von wie viel Offenheit und wie viel Vertrauen und Zuneigung es wirklich geprägt war, da muss einiges davon da gewesen sein. Aber was zeigt sich in den Werken davon? Das eben. Und der andere Punkt ist das Werk. Und jetzt kommen die respektierten, die großen Frauenfiguren von Offenbach. Das sind in Barbe-Bleu die Frau, die sich gegen den Lustmörder und den Macho behauptet und ihn ja, niederringt, ihn lächerlich macht. Also... Das ist nur eine von einer ganzen Liste, Reihe von Frauen, die von Frau Schneider oder von Marie Geistinger verkörpert wurden. Das waren unglaublich starke Frauen. Das waren keine Weibchen, sondern überhaupt, die waren dominant sogar. Ne? Die waren dominant und da wird es richtig spannend. Im Französischen sagt man ja «cherchez la femme». Also das ist ja wirklich im Grunde genommen alles da drin. Eine Schneider, die hat das Pariser Leben damals beherrscht, von vorn bis hinten. Es gibt ja diese Anekdote von ihr, wie sie als Großherzogin von Gerolstein vorfährt vor der Weltausstellung. Und diese Anekdote scheint, also da scheint was Wahres dran zu sein. Sie hat so und so viele Vorstellungen dieser Großherzogin von Gerolstein absolviert mit einem Riesenerfolg. Der ganze versammelte europäische Adel ist bei ihr in der Loge ein- und ausgegangen und haben sich das alles angeschaut. Und dann fährt sie an dieses Tor vor, wo eigentlich nur gekrönte Häupter in die Weltausstellung hineingelassen werden, 1867. Die Polizei fragt, Entschuldigung, wer sind Sie, bitteschön? Sie stellt sich auf und sagt, ich bin die Großherzogin von Gerolstein. Und die Tür geht auf. Es hat funktioniert. Also das muss man ja auch dazu sagen, diese ganze Gesellschaft damals ist eine Operettengesellschaft, und zwar im besten Sinn. Ich meine das jetzt nicht negativ. Ist eine Gesellschaft, die sich darstellt, von vorn bis hinten, die das Private und das Politische vermengt, die im Grunde genommen immer darauf aus ist, diesen Plaisir vielleicht, ja, das ist das eine, aber eben auch den Plaisir im Sinne einer Darstellung. Das Pariser Leben ist ja nicht nur ein privates Leben, sondern das Pariser Leben ist Paris, wie es sich der Welt verkauft, in der Weltausstellung. Also Offenbach lebt sein privates Leben in der Öffentlichkeit. Er war ein PR-Genie, das muss man auch noch mal dazu sagen. Also diese ganzen Anekdoten, die wir haben über ihn, die sind ja häufig von ihm lanciert. Da kann man natürlich die Frage stellen, was ist denn an diesen Anekdoten dran? Tatsache ist aber, sie haben funktioniert.
Sie haben ein Image Offenbach aufgebaut. Und als Forscher kann ich Ihnen sagen, das ist mit das Schlimmste. Weil Sie ständig im Grunde genommen die Frage stellen müssen, ja, was ist denn jetzt dahinter? Und Sie tun sich unglaublich schwer, sowas wie Klischees aus der Welt zu räumen. Ich muss aber unbedingt diese Geschichte von der Großherzogin erzählen, wie die auf die Bühne kommt. Wer das nicht gesehen hat, Großherzogin von Gierstein, müssen Sie sich anschauen. Ihr Auftritt ist, sie tritt auf und hat aufmarschieren lassen ihre Armee. Und die stehen da alle in Reih und Glied und ihr hocharroganter General, der sich in einem Couplet seines Erfolgs bei Frauen gerühmt hat, steht daneben und sie marschiert die ab und sie sucht sich den niedlichsten Rekruten aus und singt ihr erstes Auftrittscouplet, das heißt, ach, wie liebe ich die Soldaten. Und das meint sie buntes Tuch und Schweiß und Leder. Also das muss man mal, das muss man auf die Bühne stellen. Das ist auch so gemeint, wie es da gesungen wird. Da geht es darum, ja, wer ist der coolste Typ? Und den angelte sich, befördert ihn und versucht ihn ins Bett zu ziehen. Also das lassen wir jetzt einfach mal so stehen als gleichzeitigen Beitrag zum Weltfrauentag und zur MeToo-Debatte bei Offenbach. Vielleicht Mario Kram. Ah ja, ich hab ja die Rolle des Historikers und kann ja versuchen, das etwas aufs Seriöse wieder einzudampfen. Du hast natürlich recht, Thomas. Aber das ist natürlich auch ein Topos der Romantik und ein Topos des Zweiten Kaiserreiches. Gucken wir uns mal an, wo ist dieser junge Offenbach gelandet? Er ist in einem Viertel gelandet, was La Nouvelle Athène, das neue Athen heißt, was gebaut worden ist zwischen dem inneren und äußeren Boulevard mit Gärten und schönen Häuschen. Und das ist das Zentrum der Pariser Romantik. Da lebt Georges Sand, da lebt Chopin, da lebt Hittorf und Gau, die kommen beide übrigens aus Köln. Da lebt zeitweise Heinrich Heine ein bisschen weiter weg, aber im selben Arrondissement noch. Also im selben Haus wie Offenbach. Im selben sogar. Haus wie Offenbach, auch in der Rue des Martyrs. Und da wird dieser kleine Offenbach in einer WG, kann man nicht anders nennen, das ist eine Musiker-WG aus Köln, also Mansardenwohnung, so eine Art Proto-Bohème, ja. Ärmlich, aber in einem Viertel, was angesagt ist. Und in diesem Viertel war es natürlich klar, dass die Frauen schwach wurden, wenn Chopin spielte. Und wenn Liszt, dann waren sie verzückt und fielen reihenweise in Ohnmacht. Und das kennen wir doch hier auch. Man denke nur an die Romantiker, die sich auf Nonnenwert getroffen haben und bei Schumann in den Rhein gefallen sind. Also das ist natürlich auch ein Topos. Ne? Ich glaube, der Offenbach hat einfach diesen Topos zur Kenntlichkeit ausgewalzt. Man kann den Topos mal weiterdenken. Ich meine, bei Wagner fallen sie ja auch, die Frauen. Aber umgekehrt. Also das ist tatsächlich ein romantischer Topos, der einfach ja mal hin und mal her funktioniert. Gut, die Frauen bei Offenbach. Wie es ihm weiterergangen ist in Paris, darüber hat er selbst Auskunft gegeben. Aufgefordert von einem Zeitungsmann, doch seine Biografie bis dahin, ich glaube es war 1863 oder so, doch mal zu erzählen. Und einen kleinen Ausschnitt davon hören wir jetzt von Regina Münch, auch damit Sie mal den Überblick haben, was der Mann alles gemacht hat. Nach Paris bin ich mit 13 Jahren gekommen, habe hier das Konservatorium besucht und bin dann in der Opéra Comique als Cellist und später am Théâtre Français als Chef des Orchesters tätig gewesen. Ein Jahrzehnt lang habe ich mutig, aber vergeblich an die Pforten der Opéra Comique geklopft. Dann habe ich ein eigenes Theater, die Bouffe Parisien, eröffnet und dort in einem Zeitraum von 7 Jahren rund 50 Operetten angenommen, einstudiert und aufgeführt. Dank dem Kaiser, der geruhte mir das Bürgerrecht zu erteilen, bin ich seit 3 Jahren Franzose. Vor 2 Jahren wurde ich zum Ritter der Ehrenlegion ernannt. Ich möchte hier weder über meine vielen Erfolge noch meine wenigen Misserfolge sprechen. Der Erfolg hat mich nie überheblich gemacht. Von einem Misserfolg habe ich mich nie unterkriegen lassen. Ich werde zu Ihnen auch nicht von meinen Vorzügen oder von meinen Fehlern sprechen. Ein schreckliches, unausrottbares Laster allerdings muss ich Ihnen eingestehen, und das ist Arbeiten. Stets und ständig arbeiten. Ich bedauere dies um jener willen, die meine Musik nicht lieben, denn ich werde bestimmt sterben mit einer Melodie an der Spitze meiner Feder. Ja, und damit war Offenbach ja durchaus auch Prophet seiner selbst, denn bis zu seinem Tod mit 61 Jahren hat er an seiner Oper Hoffmanns Erzählung noch gearbeitet und gedreht. Wer war Jacques Offenbach? Hier ist das Kulturpolitische Forum auf WDR 3 zum 200. Geburtstag des Komponisten mit der komplexen Persönlichkeit, die heute auf dem Podium von Mario Kramp, Lajos Wenzel, Thomas Höft und Ralf Olivier Schwarz eingekreist wird, sagen wir mal. Ob man zum Zentrum kommt,
Das glaube ich eigentlich nicht. Zweite Runde, aber jetzt Offenbach in Paris. Knüpfen wir vielleicht gleich beim Laster Arbeit an. Man weiß, dass Offenbach überall und zu jeder Zeit komponiert hat oder gearbeitet hat, also komponiert natürlich, aber auch arrangiert, organisiert, geprobt, dirigiert, wohl auch inszeniert, Theater gegründet und bankrott gemacht. Der Mann war Workaholic, Lajos Wenzel. Sie haben im Kölner Divertismentchen, haben Sie ihn ja auch so gezeigt, also da arbeitet er im Kölner Brauhaus. Ich weiß nicht, ob das wirklich belegt ist, aber möglich auf jeden Fall. Er hat ihn auf allen möglichen privaten und ist auf alle möglichen Einflüsse eingegangen, privater und lokalpatriotischer Art, was man sich von Brahms und Bruckner so eigentlich kaum vorstellen kann. War das ein besonderer Künstlertyp? Es war einer, der sich fürs Divertissementchen sehr gut eignet. Also so, dass man sowohl musikalisch als auch vom Typ her ist das was, was sehr gut zusammenpasst. Man sagt ja auch, dass er damals, oder es gibt Schriften darüber, dass er ein Vorgänger des Divertissementchens gesehen haben soll, damals in Köln, oder damit auch in Berührung gekommen ist. Da waren die Vorläufer tatsächlich noch in den kleinen Gasthäusern und auch in den Privatwohnungen zu der bestimmten Zeit, als eben der Straßenkarneval verboten war. Er hat das Ganze so hinter den Fassaden stattgefunden, und in der Zeit muss er eine Form des Divertissementchens erlebt haben. Er hat ja auch mit uns als Kölner Männer Gesangverein Kontakt gehabt, hat ein Konzert gemeinsam gegeben vor dem Dom. Er hat Cello gespielt und der Kölner Männer Gesangverein hat gesungen. So, also da gab es immer wieder Anknüpfungen. Deswegen war das für uns ganz spannend, das so jetzt im Offenbach-Jahr auch dann auf die Bühne zu stellen. Und ich habe gemerkt, dass ich beim Schreiben des Stücks mich mit Offenbach und der Thematik, dass das gut zusammenpasst. Denn nächstes Jahr machen wir den Kölschen Fidelio zum Beethoven-Jubiläum. Da ist es muss man etwas findiger sein, um diese übersprudelnde Lebensfreude, die der Kölner zur Karnevalszeit erwartet, auf die Bühne zu bringen. Aber auch da finden wir sicherlich einen Bogen. War eigentlich dieses, auch so das Gefühl am Alltag haben bei den Leuten, war das ein spezieller Charakterzug von Offenbach, oder musste er so sein, vielleicht Ralf-Olivier Schwarz, um sich in der Konkurrenz gegen die Konkurrenz durchzusetzen? Haben das alle so getan? Zunächst mal war er beileibe nicht der Einzige, der diesen Boulevard bespielt hat. Und es gibt ja den Begriff des Boulevardiers aus gutem Grund. Offenbach war einer unter vielen zunächst. Das waren auch nicht nur Musiker, nehme ich an. Das waren nicht nur Musiker, und wir reden ja häufig über Libretti eigentlich, wenn wir von Offenbach reden. Insofern ist es auch, glaube ich, ganz richtig und wichtig, den Kreis zu weiten hin zu den Leuten, die eben diese Libretti auch geschrieben haben, und die sind tendenziell alle so. Ich meine, wenn Sie sich mal anschauen, diese ganzen Vaudevilles und Komödien, die ein Eugène Labiche zum Beispiel zur gleichen Zeit schreibt, da wimmelt es nur von solchen Figuren, wie man sie dann eben auch in Pariser Leben zum Beispiel wieder hat. Insofern so richtig eine Ausnahme, oder anders gesagt, richtig Offenbach greifen als eigene Person werden wir nicht, wenn wir nur diese Punkte herausstellen. Das ist gerne, ich glaube, ein deutsches Phänomen, dass man das so tut, weil man in Deutschland eben nicht diese Boulevardier hat. Ich wüsste auch nicht, wo wir ihn in Köln groß situieren könnten oder in Frankfurt, wo ich her bin oder was. Da haben wir ja eher unsere Butzenfenster. Und das passt einfach nicht daher. Und Offenbach hat aber diese französische Lebensfreude offensichtlich nach Deutschland gebracht. Und das ist ihm gelungen. Und insofern würde mir eigentlich eher wirklich diese europäische Dimension nochmal ins Auge springen, dass man die nochmal betont, inwieweit Offenbach auch da, glaube ich, wirklich was Besonderes geleistet hat. Er hat eine gewisse Form von Leben verkörpert, ein sehr Pariser Leben, und auch die Sache mit den Geliebten, also so leid mir es tut. Das hatten wir ja schon, das Thema. Ja, aber so leid mir es tut, auch das war durchaus üblich, wenn ich mal sagen darf. Und ja. War er denn ein aggressiver Karrierist? Nein. Kann man das sagen? Nein, ich glaube, das kann man nicht sagen. Er war ein aggressiver Theatermacher. Er hat so ziemlich alles, glaube ich, fürs Theater gegeben und auch das letzte Geld, was er hatte. Er hat ja unglaubliche Summen verdient und trotzdem ist er pleite gegangen. Was daran lag, dass die Inszenierungen alles geschluckt haben bei ihm. Er hat nie irgendwie da Geld zurückgehalten, um es sonst wohin in irgendwelche privaten Dinge zu stecken. Ihm ging es ums Theater. Und das Thomas Höft, er hatte aber sein Carnet de Relation, das heißt, er hat ganz planmäßig ein Heftchen gehabt, wo er die wichtigen Kontakte eingefügt hat und hat das seine Klüngelbuch. Karriere auch, das hat damals wahrscheinlich jeder gemacht, hat seine Karriere auch bewusst geplant. Ist nicht immer sofort zum Ziel gekommen, aber irgendwann vielleicht doch.
Ich glaube, das hat was extrem Strategisches, was aber kein Widerspruch ist. Ich möchte kurz zurück zu dem Vielschreiber. Also nicht jeder schafft das ja oder nicht jeder hat diesen Charakter. Also Wagner hat ja auch eine Komödie geschrieben. Ich meine, ich weiß nicht, wer die Meistersinger von Nürnberg lustig findet, aber versucht hat das zumindest. Es erinnert mich an Komponisten wie Telemann. Mozart auch. Es gibt ja in der schönen Biografie von Constanze Mozart diese Beschreibung, dass der ständig irgendwo am Spielen war. Also auf dem Fensterbrett hat er herumgeklappert, auf irgendwelchen Zetteln hat er was notiert und war auch sehr ungesellig, weil ihm immer irgendwas im Kopf war und er was aufschreiben musste. Es gibt diese Komponisten, diese Künstlernaturen, denen das einfach, das drängt den heraus und zwar ständig und immer. Und sie sind besessen vom Tun. Und alles, was ich über Offenbach lese, bringt den in diese Richtung. Und das ist was, was in Deutschland geschmäht wird. Telemann hat keinen guten Ruf. Der hat ja viel zu viel komponiert. Ich meine, der Bach mit seinen Passionen. Telemann hat wie viele Passionen? 90? Und Kantaten über 1000? Und wo der Bach herumgegrübelt und herumgekontrapunktet hat. Ja, letztlich sind die Opern von Wagner auch relativ lang doch. Ne? Sie sind lang und es sind nicht so viele. Der hat ziemlich dran gesessen. Und wenn jemandem etwas rausfließt und der etwas einfach aufs Papier werfen muss, dann haben wir so das Gefühl, oh, das ist aber ein bisschen suspekt. Dabei gehört der da in die beste Reihe von Mozart, war ja auch ein ganz kluger, die Karriere planender, dann oft durch Eigenwilligkeiten auch wieder zerstörender Mensch. Aber in diese Reihe gehört der für mich. Und Mozart war das große Vorbild für Offenbach. Man vergisst das vielleicht, dass Offenbach 1856 zum 100. Geburtstag von Mozart in Paris den Schauspieldirektor zum ersten Mal auf Französisch gebracht hat. Also er war wirklich ein Kenner Mozarts und Der Mozart der Champs-Élysées, nicht? Der Mozart der Champs-Élysées. Der berühmte Satz. Das kann man auch in den frühen Cello-Stücken eigentlich Mozart erkennen. Nicht in allen. Manche sind dann doch sehr auf den Pariser Salon zugeschnitten, auf die Damen mit ihren neuesten Odeurs und Beglacé-Handschuhten, Händchen. Wir hören jetzt eines dieser Stücke, eine Rêverie au bord de la mer, also Träumerei am Ufer des Meeres mit Cello und Klavier mit David Melkonyan und Ben Süverkrop. Thank you.
David Melkonyan und Ben Süverkrüpp mit der Rêverie au bord de la mer, also der Träumerei am Meeresufer. Und auch hier würde ich mal unterstellen, das war jetzt nicht bloß ein Träumen am Meer mit 5 Minuten Zigarette, sondern das waren schon größere Aufwallungen. Und das hat mich ein bisschen erinnert an die Meditation aus Thaïs von Massenet, auch eigentlich ein Stück erotischer Musik. Das wäre etwas, was noch eine ganz andere Sendung ausfüllen könnte. Er hat es übrigens dann, aber es ist auch ein Beispiel für Recycling dann. Er hat dieses Stück dann später in seiner zweiten großen Oper, eigentlich seine erste, die Rheinnixen fürs Wiener Hoftheater nochmal verwendet. Also jetzt, wo Thomas Höft eben gesagt hat, der ist hier am Fummeln und da hat er noch eine Melodie, die ihm einfällt. Ihm fielen eben auch ältere Melodien ein, wo er gesagt hat, unter Zeitdruck möglicherweise, damit kann ich noch was machen. Ich möchte aber auf ein anderes Thema noch kommen, was man vielleicht ein bisschen mit gespaltener Identität von Offenbach umschreiben könnte und was auch viel zu tun hat mit den geschichtlichen Verläufen damals in Paris, aber auch in Deutschland Mitte des 19. Jahrhunderts. Mario Kramp, Sie haben ja als Leiter des Kölner Stadtmuseums viel mit gesellschaftlichen Bedingungen der Kölner Bürger natürlich sich beschäftigt. Offenbach war Kölner, er war Deutscher und Jude, der sich später dann seiner spanischen Frau zuliebe katholisch hat taufen lassen. Er gehörte also in gewisser Weise in Paris zu einer doppelten Minderheit. Und zwar gibt es da manchmal bei Minderheiten auch dieses besonders intensive Bestreben, doch zur Mehrheit letztlich zu gehören. Also Stichwort Assimilation, Assimilierung. Was war für Offenbach eigentlich problematischer, Deutscher zu sein oder Jude in Paris? Oder Franzose. Das nicht zu vergessen. Auch das? Also erstmal vielleicht, ich kann nicht so tiefenpsychologisch arbeiten, wie Sie das jetzt unterstellen, aber ich kann vielleicht etwas sagen zur Situation der Minderheit oder der Deutschen in Paris in dieser Zeit, denn das müssen wir uns vergegenwärtigen. Frankreich ist damals für Deutsche das beliebteste Auswanderungsland. Also jetzt nehmen wir mal die Zeit von 1810 bis 1850 ungefähr. 1830 gibt es 7000 Deutsche in Paris. 1848 sind es schon 62.000. Jeder 20. Einwohner von Paris ist Deutscher. Jeder 3. Ausländer ist Deutscher. Die Deutschen stellen die bei weitem größte gesellschaftliche Gruppe dar. Nun müssen wir uns nicht vorstellen, dass das alles kleine Offenbachs waren. Das waren zu ganz erheblichem Anteil, 75-90%, einfache Tagelöhner, einfache Arbeiter, die sind aus dem Hunsrück, aus dem Hessischen, aus dem Rheinland dahin gewandert und zwar aus wirtschaftlicher Not oder politischer Bedrängnis. Und waren die integriert? Die waren, ja, man kann sich das ungefähr vorstellen, die Deutschen waren die Araber des 19. Jahrhunderts in Paris. Sie mögen lachen, aber das kann man schon so sagen. Sie sind eher an der unteren sozialen Stufe. Sie verdingen sich als Tagelöhner oder als Dienstmädchen oder als Hauslehrer, wenn sie ein bisschen intellektueller waren. Aber die mussten sich schon durchschlagen. Und wenn man sich jetzt einmal sieht, diese Topografie von Paris anschaut, das Nouvelle Athènes, wo der Offenbach gewohnt hat, ist natürlich ein höchst bürgerliches Viertel. Ein höchst musisches Viertel. Die Masse der Arbeiter hat im Nordosten, wie das übrigens auch heute noch ist, in Belleville oder damals noch im Marais oder um die Bastille herum, im Saint-Antoine gewohnt. Also das sind so verschiedene Schichten. Und durch diese ganze Minderheit hindurch geht dann noch das Thema des politischen Exils. Da komme ich auf Ihre Frage. Ne? Also die Deutschen mussten fliehen. Viele von denen mussten fliehen. Das waren Flüchtlinge. So ganz einfach ist es. Ne? Und die sind auch aus politischen Gründen geflohen. Die Crème der deutschen Demokraten sitzt in dieser Zeit in Paris. Börne, Heine, Marx, um nur mal 3 Namen zu nennen, Winnedey, um mal einen Kölner zu nennen. Und die finden sich dann alle wieder in der Sektion des Kölner Dombauvereins in Paris. Das ist ja schon irre. Ne? Das ist ungefähr so, als wenn die RAF heute für das Müttergenesungswerk stimmen würde. Ne? Also das ist schon eine gewisse Hochlage und das führt auch natürlich unter denen zu Verwerfungen. Jetzt zu Offenbach. Offenbach hat eigentlich mit dieser Szene wenig zu tun gehabt. Also wie auch Hittorf, ja, der andere Kölner Architekt, der nach Paris ausgewandert ist, sehr assimiliert war in so einem Sinn von, ich bin jetzt vielleicht noch nicht mal Franzose, ich bin Pariser, ich bin Weltbürger, ne? Ich bin Kosmopolit. Das ist alles Kleinkram. Das interessiert mich nicht. Was die da für schwarz-rot-goldene Streitigkeiten ausfechten, ist nicht mein Ding. Also ich glaube, da würden die Offenbach-Kenner mir zustimmen, dass das nicht so ungefähr sein. Aber in dieser Lage muss er sich natürlich beweisen. Ja.
Dann gab es ja noch ein zweites entscheidendes, also nicht nur die Revolution von 48, die auch viele Flüchtlinge nach Paris gespült hat, sondern es gab den Deutsch-Französischen Krieg, der für Offenbach ein großes Problem war. Offenbach, der eigentlich der Komponist des Zweiten Kaiserreichs war, unter Napoleon III. Sich auch mit der Politik, aber vor allem auch mit dem Aufschwung, den Paris in dieser Zeit nahm, technischer Aufschwung, wirtschaftlich, kulturell identifiziert hat, dann kam der Krieg. Was hat dieser Krieg, Deutsch-Französische Krieg, in dem Offenbach plötzlich als deutscher Spion von den Franzosen verdächtigt wurde? Auf der anderen Seite war er natürlich der nach Paris entflohene Deutsche, also er gehörte zu niemandem mehr. Was hat es bedeutet für Offenbach? Also der Krieg ist da wie überhaupt der Vater aller unseligen Dinge. Dieser Nationalismus, dieser furchtbare Nationalismus, unter dem wir ja heute jetzt wieder leiden, der erzog in Paris erst ein 1870-71, grosso modo. Es gab vorher vom Vorstufen, aber da geht erst so wie ein Fallbeil runter. Du gehörst zu uns oder du gehörst zu denen. Du bist von der Seite oder du bist von der Seite. Und natürlich die Leute, die von keiner Seite waren, Klammer auf, oder von beiden, das waren die, die drunter gelitten haben. Es ist vor allem auch ein deutscher Nationalismus, der ihm da wehtut. Ja. Das muss man dazu sagen. Der französische Nationalismus, den gibt es zu der Zeit eigentlich gar nicht so recht. Wir gehen immer so von einem Frankreich-Bild aus, was so einheitlich ist. Jetzt auch, wenn man sagt, sozusagen die Deutschen gehen dann nach Frankreich. Ja, in welches Frankreich oder in welches Paris gehen sie eigentlich? Das ist ein Frankreich, was hin und her gerissen ist zwischen natürlich dem Erbe der Revolution, also den Republikanern und den Monarchisten. Dann innerhalb der Monarchisten haben wir die Legitimisten versus die Orleanisten, die sich auch alle nicht können. Dann haben wir, um das alles zu übertünchen, die Bonapartisten, die dann irgendwie versuchen, das drüber zu legen, so eine Firnis, so eine napoleonische Idee. Und hinter all dem haben sie am Schluss auch noch die Kommunen, die das alles radikalisiert. Also das ist am Schluss in Frankreich, was sich finden muss. Da kann kein Nationalismus in dem Sinne da sein, weil man erstmal jeder gegen jeden ist. Das muss man wirklich so hart sagen. Aber das ist durch den Krieg ja dann geordnet worden, sozusagen. Ja, nee. Der Krieg, der hat dazu geführt, dass sich alle erstmal einig waren in der Ablehnung dessen, was gescheitert ist. Aber dann, was man eigentlich will, da war man sich überhaupt nicht einig. Bis noch weit in die 1870er Jahre hinein hatte Frankreich einen monarchistischen Präsidenten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also man baut eine Republik aus Ermangelungen an Alternativen. Man weiß ja nicht, ob man Orleanist oder Legitimist oder was auch immer werden möchte. Oder dann kommt die Kommune. Nein, das mögen wir auch nicht. Also die Dritte Republik hatte bis zum Schluss keine Verfassung. Warum? Weil man sich nicht darauf einigen konnte. Das war sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. Und dann findet man noch so eine Figur, der war sowieso für Bismarck Jude, wunderbar. Da können wir dann so, das ist der gemeinsame Feind. Und Sie wissen genauso gut wie ich, ein gemeinsamer Feind, das eint. Das ist übrigens auch der Grund, um es mal böse zu sagen, warum die Dritte Republik aus ihren Geburtswehen dann im Grunde genommen erst 1914 rausgekommen ist. Die ist in dem gemeinsamen Feind Deutschland einig geworden. Also ein zerrissenes Frankreich, was man war mir auch gar nicht so bewusst, dass das so war. Offenbach selbst hat sich in einem Brief zu seiner persönlichen Lage, die ja eher nicht das zerrissene Frankreich, sondern die Spaltung zwischen Deutschland und Frankreich betraf, auf den Punkt gebracht. Ach, mein armer, teurer Freund, was habe ich mit euch gelitten, mit euch eure Schmerzen erduldet? Ich spreche nicht von den körperlichen Schmerzen, von denen ich euch noch später berichten werde, sondern spreche von den seelischen Leiden, wenn ich an euch denke, meine lieben alten Kameraden. Aber welch eine Freude auch, als ich endlich erfahren habe, dass ihr immerhin genug zu essen hattet. Ich hoffe inständig, dass diesem Wilhelm Krupp und seinem schrecklichen Bismarck all dies teuer zu stehen kommen wird. Ach, was für schreckliche Menschen doch diese Preußen sind. Und was für eine niederschmetternde Vorstellung für mich, an den Ufern des Rheins geboren zu sein und, durch welche Bande auch immer, mit diesen entsetzlichen Wilden verwandt zu sein. Ach, mein armes, liebes Frankreich, wie dankbar ich doch bin, dass du mich unter deine Kinder aufgenommen hast. Also klare Positionierung von Offenbach für Frankreich. Dann kam die für Frankreich die große Niederlage, die Demütigung der Reichsgründung im Spiegelsaal von Versailles. Napoleon III. Musste ins Exil gehen
Und die Epoche, in der die wichtigsten Werke von Offenbach entstanden, ist untergegangen. Er hat weitergemacht, in Paris auch. Er hat frühere Stücke bearbeitet, er hat wieder ein Theater gegründet, gemietet, ist wieder gescheitert. Im Grunde, Thomas Höft, war Offenbach am Ende seines Lebens ein Gescheiterter? Wie hat er sich selbst empfunden? Auf keinen Fall. Also auf gar keinen Fall gescheitert. Gescheitert in ein paar Ansprüchen. Das passt jetzt sehr gut, noch mal genau darauf hinzuweisen, woran dieses neue Theater gescheitert ist. Weil das zeigt uns einen Offenbach, den wir so nicht auf dem Schirm haben. Der hat in seinem Theater versucht, ein Theaterstück oder hat ein Theaterstück auf die Bühne gebracht von Sardou, das nicht weniger versucht, als mal so alles auf einen Punkt zu bringen. La Haine, der Hass heißt das. Und es geht der Frage nach, warum ist diese Welt so kaputt und so verdorben, wie wir sie vorfinden, allemal. Was passiert da? Sagen wir mal, von Adam und Eva angefangen bis in die Gegenwart. Nicht weniger hat er sich vorgenommen. Und das, dazu schreibt Offenbach eine Schauspielmusik und er inszeniert das mit einem unglaublichen Aufwand. Und er glaubt daran, das wird der Hit überhaupt. Endlich mal ganz ernsthaft, mal so ganz grundsätzlich, ganz tief moralisch, ganz die ganz große Kunst. Und das geht komplett den Bach runter. Damit ruiniert er sich total. Aber man sieht diesen Anspruch. Also womit ruiniert er sich? A, für jemand anderen, B, für Theater und C, für den Glauben an die Kunst, die was ändert in einer ganz und gar verdorbenen Welt. Das ist ein ganz wichtiges und ein ganz großes Ding. Und dann kommt aber das Glück, dass er woanders gespielt wird. Dass die in Wien nach wie vor verrückt sind nach Offenbach und dass die in Amerika verrückt sind nach dieser Musik, nach dem. Da haben die was anderes zu verarbeiten und er fährt dahin und er verdient wieder Geld und erholt sich auf jeden Fall künstlerisch, intellektuell auf jeden Fall und geht diesen Wahnsinn Hoffmanns Erzählungen an. Was dann aber kommt, ist diese hässliche, wirklich diese Krankheit. Gicht ist ja was ganz, ganz übel ist. Das ist eine Ablagerung in den Gelenken von Kristallen, die durch schlechte Verarbeitung von Harnsäure entsteht und die führt zu furchtbaren Entzündungen, Schmerzen. Und man kann an sich, wenn man das nicht begreift, was das ist, und niemand hatte damals eine Ahnung, was das sein könnte, nichts dagegen machen. Und ja, der musste ja teilweise getragen werden, genau, weil er nicht mehr laufen konnte und so. Das hat ständig Schmerzen. Ja, und er hat aus diesem Gefühl heraus komponiert, Kunst gemacht. Genau. Ja, und das Spannende vor allem ist, da kommen wir wirklich an den Wesenszug Offenbachs. In dieser ganz schlimmen, für ihn persönlich ganz schlimmen Lage, wie reagiert er denn? Er wird nicht irgendwie weinerlich oder sowas. Er fängt an, sich über sich selbst lustig zu machen. Er, der so dünn ist, der eben gerade nicht Schweinefleisch hat, zeitlebens kein Schweinefleisch gegessen. Er hat erstaunlich manchmal geradezu jüdische Essgewohnheiten gepflegt nach wie vor. Der kein Alkohol getrunken hat, der, ich hätte jetzt fast gesagt, gesund gelebt hat. Wir wissen genau, dass es eben nicht der Fall war, wenn man seinen Arbeitsrhythmus sich anschaut. Aber der eben gerade nicht diese Disposition hatte, die Gicht zu bekommen. Er hat sich mokiert über sich selbst. Ich krieg die Gicht. Und es gibt auch da einen schönen Brief von eine Erinnerung seines Freundes Villemessant. Schauen Sie her, Herr Villemessant. Dieser Fuß, der tut mir gerade so furchtbar weh. Aber ich weiß ganz genau, sobald Sie aus dem Raum draußen sind, werde ich wieder schreiben. Werde ich wieder komponieren. Und das hält ihn aufrecht. Also er hatte dieses Trotzdem in sich, was er immer wieder wirklich nach vorne gebracht hat. Und ich glaube, das macht die Figur Offenbach, also für mich zumindest, ganz stark aus. Ja. Er ist tatsächlich auch gestorben an der Gicht vielleicht, war auch noch ein bisschen was anderes dabei, vielleicht auch noch Lungenkrebs oder ja, der hat ja stark geraucht, vor allem Zigarren. Ich würde am Schluss dieses kulturpolitischen Forums mal interessieren, wie ist es eigentlich weitergegangen mit dem Werk von Offenbach? Natürlich ist die Persönlichkeit steht heute im Zentrum hier bei diesem auf dieser Bühne, aber das Werk hat ja auch eine sehr merkwürdige Geschichte gehabt am Ende. Er ist gestorben, er hatte 5 Kinder, von denen der Sohn, auf den er so viel Hoffnung gelegt hat, der August, früh gestorben ist und dann blieben 4 Töchter über. Die haben das Erbe unter sich aufgeteilt und so weiter. Und liegt das heute in einer Bibliothek, sodass jeder Zugang hat? Das wäre ja wunderbar eigentlich.
Wer möchte was dazu sagen, meine Herren? Das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen zum einen sagen, dass vieles unter diesem hässlichen Wort Gebrauchsmusik funktioniert. Also das hat man gebraucht und benutzt und dann jetzt, es gibt keine nicht wie Monteverdi Orfeo, Prunkdruckausgabe einem Fürsten gewidmet oder reine Handschriften, die in irgendeinem Adelshaushalt hoch und heilig gehalten werden, wie die Parsival, das Parsival-Manuskript, wo man dann vielleicht noch merkwürdige Gottesdienste drumherum feiert. Das alles ist praktisch so zur Verfügung und so herumgeramscht und billig, schnell und verfügbar gemacht, mehr oder weniger. Natürlich auch Reinschriften. Aber jetzt kommt dieser plötzliche Tod und zum einen wird das sofort Hoffmanns Erzählung zerflettert, weil man muss ja irgendwie, man will das rausbringen, da steckt ja Kohle drin und man will das aufführen, aber so wie es ist, kann man es nicht. Und mit diesem Moment seines Todes fängt eigentlich ein irrsinniges Zerfleddern, Missachten und Missbrauchen an. Und bis heute liegen Manuskripte irgendwo, niemand weiß, wo sie sind. Irgendwelche Erben reißen mal eine Seite raus und verscherbeln oder versteigern das Ganze. Merkwürdige Zirkel von Leuten, die so sagen, ja, die so Zugriff haben, sitzen da drauf und verteidigen das mit Zähnen und Klauen. Die gesamte Offenbach-Forschung ist bis aufs Blut zerstritten, jedenfalls die nicht der Olivier Schwarz, der nicht so lange dabei ist, aber die, die Geld damit machen wollen. Und das ist eine ganz, ganz, also bizarre Situation. Es kommt ja noch hinzu, dass Offenbach im Grunde genommen viel dafür getan hat, auch dass dieses ganze Bild von ihm, was er aufgebaut hat, auch nachwirkt. Diese Figur, die da sterbend noch diesen Hoffmann als Torso hinterlässt, da sind wir ja nicht weit von dem Image, was er sich auch bereits in den 1840er Jahren aufgebaut hatte, als eben dieser Cellist, der da im Grunde genommen auch in der Emphase da über seinem Cello zusammenbricht. Es gab ja auch dieses Bild des sogenannten Jettatore, also des teuflischen Cellisten, der im Grunde genommen mit diesen teuflischen Mächten im Bunde ist. Und dann haben sie diese ganz romantische Figur, spätromantische Figur des Offenbachs, der im Grunde genommen da auch wirklich der Künstler schlechthin ist, was ja wunderbar funktioniert, wenn sie den Frivolen dagegen halten. Also das ist eine unglaubliche PR-Schiene, die da auch aufgebaut ist, die auch wirklich bis heute funktioniert. Also ja, es gab ja nicht nur die Hoffmanns Erzählung, sondern es gab ja auch das ganze andere Werk von Offenbach, ne, das ja da auch irgendwo versickert ist. Ja, also Herr Krampus, wollten Sie da was dazu sagen? Ja, vielleicht aus der Sicht des Museumsmanns noch, der ja mit Nachlässen und mit Kunstwerken und mit diesen zum Teil merkwürdig verschlungenen Pfaden von Privatbesitzen oder Halbprivatbesitzen oder halböffentlichen Besitzen zu tun hat. Also was ich erlebt habe in den letzten 3 Jahren Offenbach, Ralf Olivier hört jetzt mal nicht zu, das ist wirklich eine Offenbachiade. Ja? Die haben einen an der Waffel, könnte man auch sagen. Oder sie sind alle komplett miteinander irgendwie zerstritten. Und das auf eine bühnenreife Art, das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Aber als Kölscher nehme ich das natürlich mit Humor. Also Sie sind nicht dran schuld, Sie sind nicht schuld, dass das Archiv eingestürzt ist, wenn ich mal sagen darf. Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Vielleicht lag es auch an den korrupten Ausgaben und der katastrophalen Überlieferung vieler Offenbach-Werke, dass vor allem seine komischen Werke im deutschen Sprachraum wenig geschätzt wurden und eigentlich immer noch nicht genug geschätzt werden. Obwohl Wien einmal eine Offenbach-Hochburg war, der Wiener Kritiker Eduard Hanslick vermutet dahinter, hinter dieser Offenbach-Missachtung auch andere Gründe. Ein Komponist von so ungemeiner Begabung und Produktivität, der Schöpfer eines Genres, in dem er ohne Nebenbuhler dasteht, der verdiente doch endlich in einem anderen als dem stereotyp höhnischen und hochmütigen Tone genannt zu werden, welcher die deutsche Kritik fast ausnahmslos gegen ihn anstimmt. Wir glauben, dass ein sehr großer Teil dieser kritischen Strafengel das Allerwenigste von Offenbach und das nur aus schlechten Übersetzungen und plumpen Aufführungen kennt. Nur so lässt sich erklären, wie musikalisch urteilsfähige Männer aus lauter deutsch-klassischer Exklusivität blind und ungerecht werden gegen die Vorzüge von Offenbachs Singspielen. Die Kritik soll aber noch einen anderen Mut als den des Tadelns haben, den Mut der Anerkennung.
mahnend wohlwollende Worte des ansonsten eher bissigen Kritikers Eduard Hanslick. Und auch er hat auch schon diesen nationalistischen Unterton, der da auf deutscher Seite herrschte, durchaus gespürt. Auch heute hat es Offenbach ja trotz aller Rehabilitierungsversuche, schwieriges Wort, und trotz des groß aufgezogenen Kölner Offenbach-Jahres unter dem Motto Yes, we can, can, nicht leicht an deutschen Bühnen. Aber auch in Frankreich hat es genauso schwer. Die Schlussfrage deshalb an meine Gäste hier auf der Bühne: Was könnte den Mentalitätswechsel bringen? Was müsste getan werden, um vielleicht die Person Offenbachs, die hier im Zentrum stand, oder auch seine Werke in ihrer ganzen Vielfalt ins Repertoire zu bringen? Vielleicht kurze Antworten. Lajos Wenzel, was würden Sie sagen? Sie haben ja das Divertissementchen inszeniert. Ist das eine Form, Offenbach popularisieren? Was bei Offenbach schön ist und was im Moment ja auch geschieht an ganz vielen Bühnen, wenn ich das beobachte, ist, dass man auch vom Verlag gestattet bekommt, da relativ frei mit umzugehen, die Libretti zu überarbeiten, sie zu aktualisieren und auch von der Komik her, je nachdem, die Sprechpassagen auf den heutigen Stand zu bringen. Man hat als Regisseur eine Möglichkeit, gerade diese Einakter, Zweiakter zu verändern, damit etwas anzustellen. Und da gibt es ganz, ganz spannende Dinge, die da passieren. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt die nächsten 50 Jahre vornehmen, bis zum nächsten Offenbach-Jubiläum, wo dann das Stadtarchiv die rekonstruierten Handschriften auch zur Verfügung stellen wird, bis dahin würde ich, glaube ich, denken, dass da ganz viel passiert. Und da wir uns politisch in einer ähnlichen Situation fast befinden können und die Lust an den Bühnen sehr auf Unterhaltung und auf Operette setzt. Wir erleben gerade eine große Renaissance der Operette. Glaube ich, dass da noch einiges zu erwarten ist von Offenbach. Also Fazit, einschneidende Bearbeitung muss erlaubt sein. Das erlebe ich, wenn ich mit Keck spreche. Irgendwie da darf man relativ viel, was andere bei Wagner darf man ja nicht mal ein Atmen anders setzen, als es irgendwie mal vielleicht irgendwo gedacht war. Und da ist es, glaube ich, mit Offenbachen gerade ein schöner Umgang. Ja. Mario Kramp, welchen Offenbach möchten Sie gerne auf der Bühne sehen? Ich möchte gerne einen europäischen Offenbach sehen und ich möchte gerne, dass die Vorschläge, die Macron für Europa gemacht hat, ernst genommen werden. Und auf der Basis, dann können wir im Europäer Offenbach noch mal ganz neu reden. Ralf-Olivier Schwarz. Ad frontes. Zurück zu den Quellen. Ich glaube, wir müssen noch den wahren Offenbach immer wieder auch hervorheben. Herausgraben im wahrsten Sinn des Wortes hier in Köln. Es gibt noch unglaublich vieles, was wir von Offenbach eigentlich nicht kennen, was auch nicht gespielt wird. Und es gibt sehr vieles, was sich eingeschlichen hat in, ja, das haben wir schon immer so gemacht, ne? Sie wissen das. Das ist aber kein Offenbach. Und ich glaube, wenn wir uns an diesen originalen Offenbach ranwagen, werden wir unglaublich viel Spannendes entdecken. Thomas Höft. In dem Zusammenhang glaube ich unbedingt an die historische Aufführungspraxis. Und wenn man einmal gehört hat, wie Mark Minkowski zum Beispiel so eine Partitur wieder zum Funkeln bringt, wenn man die alten Hörner, die alten Trompeten, die Darmsaiteninstrumente hört, mit welcher Radikalität die da in die Partituren reinblasen und man dann stattdessen so diesen Wiener Philharmoniker Neujahrskonzert Walzer Klang, wo man denkt, ach du meine Güte, mir schlafen wirklich die Füße ein. Dieses Ölige kann doch nicht ernst gemeint sein. Ist es auch nicht. Offenbach ist nicht ölig, sondern der klingt auch total harsch, schnell, lebendig, schräg und wild. Und das kann man erst dann hören, wenn man auch die Partituren ernst nimmt und die Instrumentierung. Ja, das finde ich wunderbar, dass wir bei der Person Offenbachs, wer war Jacques Offenbach, war das Thema, angefangen haben und dann beim Werk angelangt sind. Denn das ist eigentlich das, was übrig geblieben ist, über alles Anekdotische hinaus. Wer war Jacques Offenbach? Das war die Ausgangsfrage im Kulturpolitischen Forum auf WDR3. Und ich denke, wir haben heute einige Aspekte dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit berührt. Jetzt muss man sich wieder um das Werk kümmern. Gäste auf dem Podium war Mario Kramp, Thomas Höft, Lajos Wenzel und Ralf-Olivier Schwarz. Ich bin Michael Struck-Schlohn und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und jetzt hören wir aber noch mal Musik. Und zwar Musik vom Meister-Cellisten Jacques Offenbach. La course en traîneau, so viel wie die Schlittenfahrt. Und das ist ein bisschen sehr knifflig, weil es auch eine Etüde ist. Oder heißt es nicht konzertante Etüde?
Ah, okay, das haben die Nachgeborenen, haben gedacht, das ist so schwierig, das muss man als Etüde bezeichnen. Also die Schlittenfahrt von Offenbach.